Happy 2021. Was machen wir denn heute? Tito, was machen wir denn heute? Also mal so, wir machen heute, es ist ein Mix zwischen mediterran und einer herzerwärmende Küche. Oh, das klingt fantastisch. Das ist verrückt. Und zwar, ich mache zum einen ein Lieblingsessen von meiner Tochter, von der Janina. Weißes Fleisch mit Soße. Das muss ich mir da immer erklären, was das genau ist. Ich bin schon jetzt gespannt. Das ist verrückt. Aber jetzt kommt was. Ihr könnt das super vorbereiten. Und zwar, wir machen erstmal die Sättigungsbeilage. Ich habe jetzt hier mal Kartoffelbrei gemacht. Übrigens aus festgekochten Kartoffeln. Mag ich lieber persönlich. Bis ich noch Salz dazugegeben, müsst ihr immer noch mal danach abschmecken, weil je nachdem, wie viel Salz ihr ins Kochwasser gebt, ja, braucht ihr dann später weniger Salz beim Kartoffelbrei an sich. Dann halt Muskatnuss. Ja. So, das wird jetzt ein bisschen dann verdengelt. Das ist ein viel zu großer Topf. Warum? Erzähl mal, Tiet, was hast du denn jetzt wieder gemacht? Hast du mir Fall gestellt, weiß ich ganz genau. Ja. Sag mal so, 2021 ist für uns das Jahr der Herausforderung. Und ich dachte mir, ich mache jetzt erstmal alle kleineren Töpfe echt sauig ein. Die stehen in der Spülmaschine und es gibt nur den. Punkt. Gut, müssen wir mit klarkommen. Also die totale Improvisationsküche. So ja, groß, also, hallo. Es gibt mit Käse überbackene Kartoffelbrei und Filet. Tomate von der Tomate. Genau, Filet von der Tomate. Ist jetzt geil, oder? So. Aber du hast ja noch ein bisschen was vergessen, oder? Achso. Das ist die Sättigungsbeilage. Ach, du sprichst nur über die Sättigungsbeilage. So, und anstatt Butter machen wir jetzt hier Olivenöl dazu. Ah, ich den Mediterranen, ist ja arschklar. Ja. Okay. Und wenn ihr da richtig arbeitet, gibt es einen ganz geilen Geschmack. Also ich sage ja immer, ganz geile Kuh. Ja. Wir sind ja hier Südwesten, wir haben ja ganz französische Einsprengsel. So, und wenn ihr das schön vermengt habt, glatt gerührt habt, dann passiert jetzt Folgendes. Auch hier, leider haben wir keine flachere Form, weil das wäre eigentlich gescheiter. Wir machen das jetzt hier in eine, auf alle Fälle in eine feuerfeste Form. Jetzt haben wir hin und leider rund. Ihr seht hier, ich habe ein bisschen Olivenöl oder nochmal drauf gemacht. So. Und dann würde das normalerweise, wenn das jetzt hier eine flache Form wäre, ist es aber nicht. Sag mal, willst du, hast du irgendwas gegen meine Form hier? Ja, ist sowas. Aber die ist schon geil, also, oder? Die ist geil, oder? Ist sowas von geil. Also. Und ich mache das jetzt hier schön, sehr auch wirklich auch flach. Ja? Das soll nicht so hoch sein. Ja, ein bisschen glatt streichen, könnt ihr hier ein bisschen von dem Olivenöl aufnehmen. Da könnt ihr hier besser drüber streichen. Ist das nicht geil? Boah, das sieht ja fantastisch aus hier. Ja, so. So, und wenn ihr das ziemlich plan habt, ja, merkt ihr was? Wenn ich das Olivenöl aufnehme, kann ich es hier super geil über die Oberfläche von dem Kartoffelbrei ziehen und kriegt es damit viel, viel besser glatt gezogen. So, wir machen hier einen Take, es geht alles weiter. Ich habe jetzt hier Camembert enthäutet. Entrindet Schweiß. So, klein gemacht. Und jetzt macht ihr hier so kleine Tupfen. Immer schön mit den Händen, super. Das machst du aber so schön. Das ist Schweiß. Hier Vorbereitung ist alles schön wie so ein Platz. Hier die ganze Geschichte. So, den ordentlich hier Käse verteilen. Und hier, auch hier wieder, ganz wichtig, nicht so ein. So ein softer Käse, wo unbedingt die Rinde braucht, dass das nach was schmeckt, sondern hier, bitte. Das muss schon ein bisschen würzige Camembert sein. Entrinden ist ganz wichtig, weil die Schale bei diesen würzigen Käsen, ja, einfach, das wird einfach nur bitter, das schmeckt nicht. Und bei den latschelischen Camemberts, die da nichts schmecken, ja, da braucht er die Schale, damit es nach was schmeckt. Aber das ist doch scheiße, oder? Sag du doch mal was dazu. Du, ich kann dir nur zustimmen. Ich stimmt ja auch 2021, wie ist es? Jetzt sag mal, ist euch etwas aufgefallen? Ich habe total viel Ahnung gehabt. Ich habe auch ein bisschen Talk auf dem Kopf. Also schon seit Wochen, ja. Also ich war hier für sehr böse, ist jetzt. Ja. Ne? Wir sind auch hier zwei Haushalte gerade. Also ich vom anderen Haushalt und du von dem anderen Haushalt. Ja. Wir sind sogar nur zu zweit. Das ist total verrückt. Also mir halte voll die Dinge rein. Ja? Aber stimmt, so. Du hast wirklich eine Mathe. Jetzt. Ich habe voll die Mathe. Weißt du, hier, da an der Seite was. Ja? Boah. Also ich werde jetzt, ich habe ja so eine Arschlatt. Maschine daheim und mein Friseur weiß das, dass ich dann mal jetzt zur Not das machen muss. Ja. Aber ich habe schon richtig Kopfschmerzen, wie ich in die viele Haare reinkomme. Aber du könntest jetzt so, wie du da jetzt so stehst, könntest du direkt bei Woodstock aufmarschieren. Echt jetzt? Ja, echt so. Das ist
Das ist ja verrückt. Also ich finde auch, also weißt du, was ganz schlimm ist? Sag. Ich brauche ja morgens länger beim Frisieren von meinen Haaren. Ja, wahrscheinlich hast du auch eine halbe Stunde am Föhne. Ja? Wenn es langt. So, wieder nach der Wiese, Blitsche backe und verteile. Hier, Käse verteilt und jetzt einfach hier filetierte Tomaten. Du hast die Tomatenfilets in Streifen geschnitten. Diesmal in Streifen. Es ist aber auch hübsch. Ja, ja. Hätte man jetzt aber vielleicht mal den Ofen anheizen sollen. Ja, das. Nee, es geht doch fort. Eine sehr berechtigte Frage. Dankeschön. Ich habe ja vorhin gesagt, das ist was zum Vorbereiten. Ja. Also jetzt müsste, das könnt ihr auch wirklich morgens schon machen. Ja. Und wenn er dann abends die Gäste kommen, dann bräuchst du das nur noch in den Ofen schieben bei 180 Grad Umluft. Ja. Ohne Hitze, wenn es 200 Grad, ja, vielleicht so 20 Minuten Maximum, das Wetter dann seht, dass es schön geschmolzen ist. Und dann ist die Mess gesungen. Da könnt ihr so kurz gebratenes Fleisch machen. Passt hervorragend. Oder gefülltes Schweinefilet. Also 1000 Variationen. Wir machen aber heute. Jetzt sag an. Das weiche, weiße Fleisch mit Soße. Was ist das? Ursprünglich war das mal Schweinefilet. Ich habe das aber irgendwann mal auch gemacht mit hier mit Chicken. Ihr seht hier so diesen ungefähr ja, gewürfelt. Ja. Das werden wir nachher scharf anbraten, rausnehmen, dann ablöschen mit Sherry, ganz wichtig. Das bisschen einreduzieren, Sahne dazugeben, Salz, Pfeffer, Paprika, Süß, was sonst, ein bisschen Curry. Okay. Aber das geht, das sag ich mir nur aus. Wir machen quasi Chicken in Sherry-Sahnesauce. Ja, fantastisch. So, jetzt haben wir Olivenöl in die Pan gegeben. Und jetzt gehen wir hier. Das habe ich jetzt erstmal mal gar nicht gewürzt. Das haut einfach so in die Pfanne rein. Und jetzt kommt da Salz und Pfeffer drüber. Frisch gemörserte, vom Ziehe frisch gemörserte. Exklusiv. Aber sowas von unfassbar. Ah, ein Träumchen. So. Paprika kommt jetzt hier noch gar nicht dazu. So, ich gehe jetzt auch so mit der Hitze, oder? Ich habe hier 12 Maximum, das geht auf 9. Ich habe jetzt hier nur gesagt und gepfeffert. Ihr könnt natürlich auch jetzt schon ein bisschen Paprika dazu machen. Wisst ihr was? Komm, es ist doch nicht wie bei der armen Leute. Ich mach's noch mal, ja? Oh, wie schön ist denn das? Ja, so. Lass noch mal ein bisschen mit angehen. So. Und das war's dann auch schon. Raus aus der Pfanne. Und jetzt geht's ganz zackig weiter. Und es wird hier abgelöscht. Sofort. Ich habe jetzt hier ein Medium genommen, also ein halbtrockener Sherry. Ich finde ihn besser, als wenn er so einen ganz fast trockenen nimmt. Ja, der ist gut als Aperitif. Ja. Das war's dann aber auch. Und jetzt knallt er einmal ganz kurz hier die Hitze wieder hoch. So, ich habe jetzt hier so ungefähr so viel die Oberfläche bedeckt mit Sherry. Das haben nur die Menschen gesehen. Na ja, gut, manchmal sieht man es nicht. Bei den Lichtverhältnissen hier, die wir hier haben. Ja, oder was weiß ich, wenn die halt betrunken das Video gucken, dann kriegen sie ja nichts mehr mit. So, jetzt seht ihr hier, dass es hier leicht aufkocht und dann wieder es duftet. Schön. Könnt ihr schon wieder mit der Hitze ein bisschen runtergehen. Es war dann mal so 2 Minuten maximal. Und dann gießen wir die Sahne dazu. Ich konnte es nicht aushalten. Ich hab, kannst die Sahne nicht mehr halten? Nee, ich muss jetzt das schon mal machen, weil ich sage mal ganz ehrlich, warum. Ich habe ja gar nicht so viel Sherry da neu gemacht. Aber ich will, dass der Sherry-Geschmack noch ein bisschen präsenter ist. Und das ist ja natürlich, wenn da noch ein bisschen Alkohol dabei ist. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen abwarten, ja, indem er halt das so ein bisschen stärker einkocht, dann ist halt der Alkohol verflogen. Ja, das ist doch Quatsch. Ah ja, aber das wollen wir ja heute nicht, oder? Ja. So. Ich habe jetzt hier wirklich nur 200 Milliliter. Wenn ihr natürlich zu viert seid, ganz ehrlich, dann müsst ihr auch mehr Sherry da rein machen. Ja, unbedingt. Wir sind jetzt zu zweit. Das reicht jetzt aber vollkommen aus. So, dann, wenn ihr die Sahne drin habt, ihr kennt das Spiel, einmal hier schön hochziehen. Jawohl. Weil die Sahne muss einmal aufkochen, damit es sich das emulgiert. Und dann nehmt ihr die Hitze zurück. Und ich bin fast der Meinung, wisst ihr was? Ich mach doch noch Sahne hinzu. Und wisst ihr, warum ich das mache? Machen wir so viel Fleisch, aber. Ja.
Ich habe nämlich Fleisch für 4 Personen. Also muss ich die Soße dann doch machen auch für 4 Personen. Dann müsste aber eigentlich auch ein bisschen mehr Sherry rein. Ja. Nach deiner Rett, oder? Ja, natürlich. Aber wisst ihr was? Normalerweise, okay. Da muss man mehr Sherry rein. Normalerweise ist es so. Mit dem Sherry. Hier, mit dem Sherry. Ja? Und auch generell, wenn ihr mit Alkohol da was macht. Ja? Immer ablöschen, Alkohol verfliegen lassen, dann Brühe zu oder Sahne, je nachdem. Und alles, was ihr jetzt dazu gibt, ja, wird das immer sehr, sehr extrem sein. Deswegen sollte da ein bisschen Obacht geben, länger leben. Ja, ich habe jetzt Fleisch, was war das jetzt? 4 Zentiliter. Mein Gott, Fleisch waren es auch 6. Aber Fakt ist, dass der Alkohol natürlich jetzt nicht mehr so stark verfliegt. Das ist doch nicht schlimm. Ja, also hier haben wir noch ein bisschen mehr Sherry-Geschmack. So, jetzt lassen wir das, wie ihr seht, einmal aufkochen. Und wenn wir genau diesen Sound haben und dieses Bild hier, dann gehen wir hier runter. Ich habe es jetzt mal auf 7 runter gemacht und jetzt geht's los. Jetzt hauen wir hier ordentlich. Paprika edelsüß. Ganz wichtig, jetzt kommt hier nochmal ein wenig Curry dazu. Und dann müssen wir natürlich Pfeffer und Salz. So, und jetzt warte, jetzt zählt ihr das noch weiter runter für das Ganze. Und lass es so mal, ich sag jetzt mal, bei mittlerer Hitze ein bisschen runter reduzieren. Dann fängt auch an, also die Sahne noch stärker einzukochen. Und dann wird es ein bisschen dickflüssiger. Ja, das ist ja schön. Jetzt guckt ihr mal noch. Ihr merkt, das hat jetzt hier schon so schöne, dicke Konsistenz. Mhm. Das könnt ihr auch super vorbereiten. Das könnt ihr zum Beispiel sagen, was, alles tippitoppi, ich habe das jetzt hier angebraten. Das könnt ihr alles mittags machen. Das juckt das Schweinefleisch jetzt nicht. Das Hühnerfleisch, dass es nicht ganz durch ist. Das könnt ihr auch mal einfach mal kurz stehen lassen. Natürlich nicht in den Ball. Hitz, also ich sag mal 80.000 Grad ist nicht so gut. Ne? Ja. So. Wir sind aber ziemlich in der Spur. Also ziehen wir das jetzt wieder rüber. Das muss die Konsistenz haben. Und dann kommt gleich, ihr merkt ja hier, schön, noch der Fleischsaft. Es gibt nochmal zusätzlichen Geschmack. Wir haben jetzt nochmal eine Prise Zucker dazu gegeben. Und ganz ehrlich, ordentlich von Paprika Edelsüß. Ich kann nichts für, zeigt mir nicht böse, aber ja, das ist halt. Das ist halt. Ja, so. Ja. Aber um das Ganze noch zu heben, einfach noch ein Spritze Zitrone. Aber nicht so viel, ja, das reicht schon. Weil das hebt nochmal die Soßen nach vorne. Wir sind jetzt im Finish. Jetzt kommt hier alles wieder neu. Ah. So, schön wieder verteilen. Und jetzt haben wir hier für die Pannen keinen gescheiten Deckel gefunden. Aber wir haben festgestellt, guckt mal hier, wie geil das ist. Es geht total aus. Da drehe ich jetzt die Hitzone mit geschlossenem Deckel. Ich sage jetzt mal, sicher, ja, um die 5 habe ich jetzt. Und dann lasst ihr das jetzt mal schön zu Ende garen. Ne? Wie lange lässt man das dann noch drin? Ja, noch 5 Minuten. Alles klar. Bei geringer Hitze. Ja. Obacht gäbe länger Level, weil, ganz ehrlich, klar, Chicken, das muss durch sein, aber das darf auch nicht fotztrocken werden. Ja. Um Himmels Willen. Das macht einfach keinen Spaß nicht. Ne? So, und jetzt gucken wir uns mal an, was wir dazu tun. Genau, und wenn ihr euch nicht sicher seid, dann nehmt ihr nach 5 Minuten einfach mal so Ding raus, schneid's an und guckt. Das war's. Gell? So, und jetzt gucken wir trotzdem mal nach dem Trinken. Warte mal, ich übernehme. Hier, das ist so verrückt hier. Das haben wir noch nie gemacht. So muss das aussehen. Ne? Also ihr seht es hier hin. Der Käse ist auch mal hier so mal ganz kurz aufgegangen. Ja? Oh, herrlich. Und dass die Tomatenspitze hier so ein bisschen was Schwarzes habe, ey. Macht euch keinen Kopf, das ist nichts Schlimmes. Also, Fakt ist, das wäre natürlich auch ein rein vegetarisches Essen. Da könnte man jetzt einfach das so, wie es ist, einfach so essen. Ja? Das ist super geil. Ja? Ich mache zum Beispiel manchmal, wenn ich Kartoffelbrei übrig habe, ja? Generell beim Kochen, entweder mache ich Knotschis draus. Ach, ja, mit, ja. Dann trinken wir dann immer Prosecco, dazu ist ja alles klar. Und hinten dran ein schöner Espresso, ganz wichtig. Doppel-X, genau. Mit Doppel-X. Ja. Ja. Nee, aber entweder mache ich Gnocchis draus, ja,
oder ich heb mir den auf für den nächsten Tag und mache da einfach ein bisschen Käse obendrauf. Ja, stellt das in die Mikrowelle, wenn ihr habt. Ansonsten auch einfach in die Pannen, Käse obendrauf, Deckel drauf, bis ich schmelzen lasse, durchmischen, essen. Das ist geil. Ja. Und Bierchen dazu, ganz wichtig. Ah, Träumchen. Oh, aber was? Ne? So, und jetzt gehen wir ans Portionieren. Das ist mir jetzt hier nicht so gut gelungen. Ach, jetzt komm. Weil da steht ein Löffel. Ich habe nicht den richtigen Löffel dafür, weil der, wo ist der in der Spülmaschine? Ja, yeah, es ist nicht. Macht doch nichts, Hauptsache. Ja. Das ist aber schön. Käse kommt um dich. Und das ist wirklich Herzensküche.